eine Brille. Hey, hey und hallo auf Find the Silence und hallo vom wunderschönen Chiemsee. Dort die schneebedeckten Berge, dort der große Chiemsee. Und wir, Maxi und ich, freuen uns auf eine kleine und gemütliche Tour, eine Frühlingstour am Chiemsee. Wir wollen hier eine Runde bei Übersee laufen, einmal entlang des wunderschönen Chiemseeufers. Wir hoffen auf wenig Menschen und auf viel Ruhe und tolle Blicke und hoffen, du bleibst dabei. Klick doch gleich den Abo-Knopf, lass ein Like da, wenn es dir gefällt und dann wünsche ich dir viel Spaß mit uns am Chiemsee. Maxi? Hundedamen. Maxi hat auch Frühlingsgefühle, die sind allerdings anderer Art wie meine. Ist kalt. No apologies for days and weeks. A promise is big enough, you know. You can at least try to start using. Maxi, es ist schon wieder Nikolaus. Hallo St. Nikolaus. Die Nikolauskapelle wurde 1808 erbaut. Durch die Wucht der Naturgewalten wurde sie beim Aufbrechen des Eises 1846-47 zerstört und erst später wieder aufgebaut. Meine Güte, Spannung. Heiliger Nikolaus, einst Bischof. Bischof, einen schönen Tag noch. Ha.
Maxi und ich haben den Teil unseres Wanderwegs entlang des Chiemsees jetzt leider beendet. Es geht jetzt weiter über die Wiesen und Felder mit herrlichem Bergblick zurück zu unserem Ausgangspunkt. Aber zuvor genießen wir beide noch einmal diesen wunderschönen Blick über Bayerns größten See an diesem herrlichen, wunderschönen Frühlingstag. Einfach herrlich. Da hinten sind die Vogelbänke. Was sehen wir? Schwäne, Enten, Gänse. Nun ja. Maxi, sollen wir weiter? Laufen wir weiter. Steht Günther. Komm hier, genau, fein. Super, Maxi. Oh, Sonnenbrille. Vielleicht hörst du im Hintergrund die Autobahn rauschen. Das bedeutet, wir sind wieder an unserem Parkplatz angelangt. Dort hinten ist der Chiemsee und dort starteten wir auf diese kleine, aber wunderschöne Runde. Es ging immer entlang des fantastischen Chiemsees mit traumhaften Blicken, mit vielen Stränden und sogar einer Bademöglichkeit für Maxi. Bis hin zu unserem Aussichtspunkt, wo wir noch einmal einen tollen Blick auf Bayerns größten See genießen durften, bevor es jetzt ein bisschen urban, könnte man fast sagen, durch das kleine Dörfchen hindurch zurückging. Hier das letzte Stück auf einem wunderschönen Pfad durch den Sumpf, das rundete die ganze Strecke nochmal ab. Es waren knappe 8 Kilometer hier und die waren wirklich sehr, sehr entspannt und gemütlich und genau das Richtige nach einer langen Autofahrt heute Morgen. Wir suchen uns jetzt ein gemütliches Plätzchen zum Übernachten und morgen führt unsere Tour dann nach Slowenien. Ich hoffe, du bleibst dran. Klick doch gleich mal den Abo-Knopf, lass ein Like da und schreib mir, wie es dir gefallen hat. Und dann sehen wir uns wieder aus Slowenien. Bis dahin sage ich dir fröhlichen Frühling, schönen Tag und find the silence. Da musst du hingucken, Maxi. Schau mal, da ist die Kamera. Ja, Maxi, du bist auch ganz brav gewesen und fast wieder trocken, gell? Bald muss ich Haare schneiden, Frühlingsfrisur für dich. Ja, eine Frühlingsfrisur für meinen Dackel. Nein? Nein, du hüpfst da jetzt nicht rein. Wo willst du jetzt hin? Was geht los? Spielzeug. Maxi, wir haben jetzt keine Zeit zum Spielen. Nein, wir graben jetzt auch nicht nach Mäusen. Hund, du kommst jetzt ins Auto und dann ist Feierabend. Schluss mit lustig. Aufpassen, nicht die Kamera umfahren. Du bist so ein Pferd.